Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum Video oder den Videos zu GMF 1.5 in Köln. Nils. Ja, oder so ähnlich. Wir haben es Freitagabend 17.41 Uhr. Und wir werden uns jetzt gleich auf die Socken machen und nach Köln düsen. Die anderen wissen alle noch nichts davon und irgendeinen Spaß werden wir uns da heute auf alle Fälle noch erlauben, wenn wir uns dann ans Gelände angeschlichen haben. Okay Leute, wir sehen uns dann wieder in Köln. Leute, wir sind da am Ort des Geschehens. Jetzt schauen wir mal, wer hier sich noch rumtreibt. Jetzt haben wir nämlich gerade geschrieben, wir kommen morgen nicht, weil wir sind ja schon da heute. Jetzt schauen wir mal, was sie sagen. So, gucken wir mal. Polizei! Wo machen wir einen Anfang? Koa, den sieht man so selten. Hi. Morgen. Servus. Das hat mir fast schon gedacht. Hi, grüß dich. Servus. Hi. Grüß dich. Ich habe gerade Mozartkugeln gefunden. Oh, der Mozart ist selber auch hier, persönlich. Mozart, schnell mach dir das. Oh, jetzt geht's schon wieder los mit so einem katastrophalen Video, aber egal. Professorchen. Björn. Rüge auf. Hans. Soda. Hans, genau. Den da hinten kennen wir ja auch schon zur Genüge. Hallihallo! Jetzt ist die Cam kaputt. Ja, draußen haben wir schon gesehen, aber das wird es dann auch schon. Nee, es gibt noch ein Probierle heute. Weil, wir kriegen jetzt noch schön Pulled Pork Sandwich. Und dann sehen wir uns wieder und danach war es das dann für heute wirklich. Morgen früh geht es dann weiter. So Leute, so nach 500 Kilometern jetzt so ein Pulled Pork Sandwich, das ist genau das Richtige. Ich glaube nicht. Ich habe ja noch das Zimmer für Bären. Ja, gut. Lecker. Okay. Und jetzt, Leute, werden wir hier noch ein bisschen quatschen, nachher ins Hotel fahren, einchecken und dann sehen wir uns morgen hier wieder und dann geht's richtig los. Ja, und alle die, wo nicht dabei sind, echt gehabt. Ja, so gehässig musste ich jetzt leider sein. Tut mir leid. Nein, tut mir nicht leid. So, ich würde sagen, wir essen zeitig. Dann fangen wir mal an. Liebe christliche Gemeinde, herzliche Grüße aus der Domstadt in Köln. Wir haben heute den 16. November im Jahr des Herrn 2019 und haben unser GMF 1.5 Wintermeeting. Und jetzt bitte ich den Mann on stage, den wir diesem ganzen Scheiß zu verdanken haben. Und hier kommt der Mann aus dem Barbecue-Hochadel, Baron Ingbert von Kota Möding. So, du hast es nach Köln geschafft. Ja. Großartig. Aber irgendwie bin ich total verschlafen. Alles klar. Ich habe so Karten für die Fürbitten verkauft. Geben wir mir mal eine. Dankeschön. Dann, Herr Baron, dann lesen Sie mal die Messe für heute. Was wir denn so vorhaben. Ach, du hast da. Ich habe keine Brille auf. Tut mir leid. Gut, dann werde ich das machen. Also, wir haben jetzt leichte, kurze Verspätung, weil wir haben schon, wie viele Minuten nach 10? Viertelminuten nach 10, gut. Keine Ahnung, wie man das misst, aber gut, wir haben Viertelminuten nach 10.
So, und wir wollten ja um 10 Uhr pünktlich beginnen mit einem Begrüßungscocktail. Ich war so frei und habe den Cocktail gestern schon angerührt, weil wir sind ja in einer sehr toleranten Stadt, die heißt auch Köln. Und deswegen war der Begrüßungscocktail ein selbstgemachter Eierlikör. So, und den haben wir schon verkostet. Der Eierlikörmann ist da außerhalb des Bildrandes zu sehen. Und der hat den wohl ganz gut geschmeckt, habe ich wenigstens gehört. So, also die Begrüßung, die haben wir jetzt abgehakt. Und jetzt geht's los mit einem typisch kölschen Frühstück. Da gibt es nämlich Riefkuchen, das sind Reibekuchen, Flönz, das ist Blutwurst. Dazu gibt es eben noch verschiedene Eiervariationen. Es gibt Leute, die möchten gerne, so wie unser Spaten, nur die Harten kommen in Spaten und den Garten. Und der möchte nämlich 7 Minuten Eier. Also ich keine Ahnung, wie der das noch kauen will, aber den kriegt er. So, danach haben sich Leute gewünscht, Dry-Aged Schweinelende gefüllt auf 2 Arten, das kriegen wir hin. Dann gibt es irgendwie so einen Burger, Almighty's, keine Ahnung, wer den macht. Dann gibt es noch ein Risotto und Bierken Chicken Contest gegen 15 Uhr. Wer dann noch Hunger hat, gegen 16 Uhr macht unser lieber Spaten was von der Gemüse, von der Platte, die haben wir hier. Und der Hans, das ist unser Mann, für Spezialist für Feuerholz, der wird dann hier geziemt einheizen. So. Gegen 17 Uhr macht der liebe Garrett etwas, was ihm besonders am Herzen liegt. Das sind nämlich Fruit Crumbles. Das steht er ja. Ja, siehste, da wird es Fruit Crumbles geben. Dann um 18 Uhr haben wir dann schon unseren Bierken Chicken Contest. Gegen 20 Uhr gibt es ein Korean Bulgogi Pork Cheesesteak Slider. Gegen 21 Uhr Dry Aged Nierenzapfen. Die haben wir gestern Abend schon probiert. Die waren auch wirklich im durchaus essbaren Bereich. Gegen 22 Uhr macht die Frau Baronin dann ihr berühmtes Wildgulasch mit selbst geschöpften Spätzle. Gegen 23 Uhr gibt es Dry-Aged Briskets im New York-Style. Gegen 0 Uhr machen wir dann noch das Dry-Aged Usbekistan-Mangal. Das macht der Baron persönlich. Zwischen 0 und 10 Uhr morgens, was ihr da kochen wollt und machen wollt, das liegt bei euch und in Gottes Hand. Und morgen früh machen wir noch unsere traditionelle GMF Signature Bratwurst. Das wäre so unser Tagesprogramm. Okay. Und jetzt müssen wir noch versuchen, dass wir das irgendwie hinkriegen und dass unsere Mägen das auch schaffen. Ich wollte gerade sagen, wer soll das alles wieder essen? Du. In diesem Sinne, lasst die Grillspiele beginnen. Yay. So, Pfannen auf den Grill. So, Freunde. Bei ihm da hinten war gestern der Eierlikör schuld. Bei mir, dass ich noch so relativ bin. Wir haben ja im Hotel gestern Abend eingecheckt und ich muss sagen, die Zimmer sehen schön aus, aber die Betten sind dermaßen nixig, die Matratzen. Ich habe noch nie so schlecht geschlafen. Da hätte ich besser im Auto gepennt, wenn es nicht so kalt gewesen wäre. Naja, egal. Wer aufgepasst hat, eben noch in Hollywood, jetzt schon hier, gell? Ich kann es echt nicht lesen, das ist so winzig klein. Ein klein bisschen abgeändert wurde die Menüfolge. Ja, infolge, dass wir ja leider nicht ganz die Personenzahl erreicht haben, wo wir gern hätten gewollt. Ja, da ist halt ein oder zwei Gänge sind halt weggefallen. Aber ich denke, das wird trotzdem super. Und einen vermisse ich noch heute. Und zwar meinen Dummy. Ja, der Bernd von Smoking Peace Barbecue. Auf den warten wir nämlich auch noch. Ja, und dann gucken wir mal, was jetzt so abgeht. Drin sind sie schon am Kartoffeln schälen. Und ja, ich habe Hunger. Hoffentlich gibt es bald die Eier mit Bacon. Da drin, Leute, geht schon irgendwas vor sich. Da gehen wir jetzt mal nachgucken. Professor, was geht hier vor sich? Wir füllen Schweinefilet mit Pfifferlingen. Okay. Das war ein Wunsch der Teilnehmer und einmal noch mit Oliven. Ich nehme Pfifferling. Du darfst alles essen, was du möchtest, denn du bist ja unser Baron. Hier. Und was machst du hier? Wie? Reibekuchen. Reibekuchen aller Zeiten. Reiberdorchi. Schauen, oh, okay. Schauen absurd. Das sieht mir nach Rühreier mit Bacon aus nachher. Aber das ist wieder das Spannende bei euch.
Kann man das ein bisschen schneller vorspulen? Ich hab Hunger. Fertig sind sie. Mmh. Da hole ich mir doch jetzt auch was. Und die schmecken richtig gut. Jo, Frühstückszeit. Er stellt sich auf, sagt die Cam. Also Gerrit, ich film dich, wie du dich filmst. Ach so. Ja. Ja, dann mal ran. Also ich find's gut. So, wir haben das nächste Bierstückchen. Und zwar haben wir hier einen schönen Brioche mit einem leckeren Rührei. Das ist die richtige Grundlage, die wir uns heute gönnen. Das werde ich jetzt auch probieren. Da kommt jetzt ein schöner Deckel drauf. Während ich immer noch mit dem Aufwachen kämpfe, geht es da hinten Schlag auf Schlag weiter. Da liegen schon die Fleischbrocken bereit. Aber ich muss erstmal noch einen Kaffee trinken. Was wird hier zubereitet? Wir würden sagen Brisket. Brisket? Ja, und wenn du siehst, guck dir die Marmorierung an. Sieht nämlich fast aus wie Kobe. Das ist also wirklich ganz schlimmes Zeug hier. Das absolut letzte. Dry aged. Wie kannst du dich trauen, sowas hier mitzubringen? Ja, ich weiß es auch nicht. Das war mein Wunsch. So, jetzt können wir dann wieder die Camp ordentlich einrichten, weil mein Dummy ist auch da. Hallo zusammen. Jo. Warum kommst du so spät? Ich hab verschlafen. Naja, er ist da. Ich bin da. Ist okay. Wie spät haben wir es eigentlich? 12 Uhr. 12 Uhr. Ja. Genau. Und mal gucken. Da im Hintergrund sieht man es. Jo, da rauchen die Briskets. Und Brisket, geil. Ja, und in der Küche sind sie auch noch fleißig am werkeln. Ja, wahrscheinlich hab ich schon den ganzen Tag doch. Und schau mal, was der Tag so bringt. Das kann nur lecker werden. Irgendwas ist gerade durchs Bild laufen da hinten. Echt? Ja, sowas halb glatzköpfiges. Mit Mütze. Oh, mit Mütze. Unser Dirk, unser Dirk-Ersatz. Den müssen wir heute mobben, weil der Dirk nicht da ist. Wo ist der eigentlich? Der hat keinen Ausgang bekommen heute wieder mal. Und der ist heute Nacht erst in München mit dem Flieger gekommen. Ja, weil er zu faul ist, mit dem Auto zu fahren. Weil wäre er mit dem Auto gefahren, hätte er mich auch noch besuchen können. Ja, klar. Ja, das Weichei. Wieso fliegt man auch? CO2. Ja. So Leute, hierin wird fleißig weitergearbeitet und die nächsten Menüs zubereitet. Hier wieder der Prof am Werk. Ja, für die Bulgogis heute Abend. Für die was? Bulgogis, das ist koreanisches Fleisch. Ah ja, okay. Genau, und das Fleisch hole ich jetzt und das dürfen jetzt. Guck mal, was ist denn hier für eine Scheiße? Ist der Robert noch da? Ist der Robert noch da? Echt? Ja. Ei! Grünfutter! Gemüse! Jeha! Für mich? Ja, von Koa. Und eine Kugel. Aber nur eine. Oh, und was hast du da Gutes? Guck dir das, das mal an, ist ja, ey. Das ist ja Hammer. Oh, toll. Oh, ja. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Lange, Koa. Trinkst mit mir eine Flasche Jackie. Was ist da keiner? Trinkst mit mir eine Flasche Jackie. Jetzt gleich mal sofort. Jetzt sofort. Machen wir. Jeder eine. Jeder eine, okay. Okay. Also, Koa. Hauen wir uns jeder Flasche Check ins Gesicht. Wenn man langt. Also, Ex muss jetzt nicht unbedingt sein. Na, schauen wir mal. Gesundheit. So wurzeln. Ja. Cocktail. Ich teile mir das Ding jetzt auf dreimal auf. Ja, der wärmt. Danke, Sascha. Auch von ihm stand die Dinger. Ja. Also, hier sehen wir ein Filet im Bekolan-Netz.
gefüllt mit Pfifferlingen. Und dann die Igelspieße, die sind gefüllt mit Tapenade, auch Schweinefilet. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die Lümmel hier drauf klar kriegen. Aber ich habe hier so viele astreine Feuerplatten-Experten, die werden mir den Storch schon braten. Der Björn ist der Beste. Der kann am besten Feuerplatte machen. Nee, der kann Gemüse. Ich kann Gemüse auf der Feuerplatte. Ach, je. René ist wieder Fleisch ständig auf der Feuerplatte. Nee, ich nicht. Ja. Was will ich mit Gemüse? Hey, 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 das geht ja gar nicht, dass du ohne mich hier probierst. Da muss ich mal auch was holen. Komm her, Micha, wir probieren zusammen. Oh. Wo ist mit Pilz gefüllt? Ohne Pilze. Das ist ohne. Das nächste ist, glaube ich, mit Pilze. Ja, ist wurscht. Ist wurscht. Probieren wir trotzdem. Ich hab die Holzstäbe hier reingemacht. 1000 Kilo. Machen wir wieder so ein Doppelvideo. Und genau, also die haben wir jetzt mal vom René bekommen zum Probieren. Mhm. Schweinefilet gefüllt mit Tapenade auf Olivenbasis. Mhm. Mhm. Sehr gut, Micha, ne? Yummy, yummy. Bacon schön kross, richtig geil. Das gibt es eigentlich nur in der Feuerwatte. Mhm. Micha? Mhm. 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 Ich kann gar nichts mehr sagen. Mhm. Mhm. Was würde ein Mann so sagen? Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Mhm. 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 Sehr lecker. Ist aber noch nicht das letzte, glaube ich. So Leute, jetzt noch den Yoshi mit der Pilzfüllung. Mhm. Lecker. Tja, es hätte jeder von euch dabei sein können, aber ihr habt euch ja nicht angemeldet hier. Aber genießt die Bilder, das Video. Es ist einfach nur klasse und ja, wir machen einfach weiter. Also im Moment habe ich ja einfach die Cam hier so stehen lassen, aber es gibt noch was zum Probieren. Und zwar wurde so ein Süßkram, sage ich jetzt mal, mitgebracht, Mandelplätzchen. Mhm. Leicht brötiger Süßkram, aber gut. Ja, hier kommt der nächste Gang. Ja, die Teilnehmer wollten das so. Ich weiß zwar nicht, wo die das hinstecken, weil ich bin schon total platt bis morgen früh mit Essen, aber... Philipp, die Pommes gehen immer. Das ist doch gut. Und die anderen 9 Fleischgänge? Ja, jetzt gibt es danach erstmal noch die Almighty's, glaube ich, oder? Ja, mit schlappen 350 Gramm. Mm, her damit. Also, wie gehabt, ich stelle die Cam wieder aufs Stativ und nachher, wenn die Pommes fertig sind, gibt es da natürlich auch wieder ein Probiererle. Quack, 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 quack. Nein. Ein so selbst geschnitztes und frittiertes Pommes mal testen. Hm. Mhm. Heiß. Ich komme gleich wieder, ich hole mir noch ein paar und dann werden die mit Almighty Soße gemacht. So Leute, die Pommes pur, ohne Salz, ohne alles, waren ja schon gut, aber hier haben wir sie jetzt gesalzen und mit der Almighty Soße und... Immer noch heiß. Aber verdammt mäßig sau lecker. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme morgen heim und habe wieder einen riesen GMS-Kessel an mir dranhängen. Hm, hilft nichts. So Freunde, jetzt gibt es noch einen ungeplanten Gang. Und zwar, Moment,
Da streichelt einer. Ja. Ein Chicken wird auf der Feuerplatte gemacht und eingepudert wird das Ganze mit den Sweet 60s Rub vom Philipp. Genau. Einmal wenden bitte. Zeigst du mal bitte gerade die Tüte her? Ja, bitte schön. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingsrub. Habe ich ja schon öfters gesagt. Und das Beste, was ich jetzt noch zu dem Rub sagen kann, den gibt es jetzt dann wieder. Ja, hat mir der Philipp fest versprochen. Ein paar andere Rubs von ihm kann man schon wieder bestellen. Und auch der soll demnächst wieder rauskommen. Und ich halte, glaube ich, gerade das Mikro zu. Ja, und wer den will, einfach einen Philipp auf Facebook anschreiben. Also Philipp Smoker und Barbecue oder so ähnlich. Warte, Martin, einmal ganz kurz halten. Das Hähnchen in die Fritteuse versenken. Genau, schön hätte ich es auch nicht sagen können. Martin von Martins Barbecue hat sich extra heute freigenommen. Schmeckt ganz gut aus und dann gucken wir mal, wie das wird. Und wir haben dafür noch ein Hähnchen. Und der gute René Rachtel, der macht uns gleich Roadkills Chicken auf der Feuerplatte. Jetzt muss ich gerade flüchten, weil das Vieh hat es ganz schön mit Öl rumgespetzt gerade. Also, lassen wir das Ding fertig frittieren und dann schauen wir es uns nachher an. Ich hoffe, dass ich es nicht verpasse, weil ich gehe jetzt mal wieder kurz rein zum Aufwärmen. Auch wenn wir es doch relativ warm heute haben für November. Und naja, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ich habe noch einen Roadkill Chicken gemacht. Jo, Deckel drauf. Aber wir gehen jetzt da rein, weil da liegen die Hähnchen aus der Fritteuse. Leute, oh, Hähnchen frittiert. Oh, geil, Omar.